Spring! Yamaha sind auch Motorräder. Ja, deshalb habe ich sie ja auch so genannt. Wollte nur auf das Wort ist so heraus. Ach so, ISO ist einfach so. Ach so. Jetzt. Jetzt habe ich nicht verstanden. Geico. Was ist Geico? Da war nicht was, war klein. Ja, Klavier. Was? Wie kommt ihr auf Klavier? Cassiopeia hier. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Team Star. Ja, da gehen wir hin. Interpretiere ich das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Nein, ich habe ja keine andere Wahl. Wo ist das? Nein. Danke, jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht ab? Ist das der Direktor? Ist das unser verkleideter Direktor, Klavel? Wie hieß er? Was zur Hölle hast du an? Wie, wer ist da? Leval ist mein Name. Labe doch nicht. Ah ja, und wie lange belauschst du uns schon? Jetzt chill mal, sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin ein Kumpel von Struggle, ist das so, oder? Gar nicht wahr. Ja, irgendwie schon. Schüchtern wie eh und je, was? Haha. Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen wollen. Das ist kein Spiel, klar? Das habe ich schon gecheckt. Ist mir nur recht. Mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Und ich will ja nicht angeben, aber ich mache keine halben Sachen. Auf mich ist zu verlassen. Was? In der Not kann man nicht wählerisch sein. Also gut, du bist auch mit dabei. Dann wäre das ja gebongt. Dein Name war Cassiopeia, richtig? Wer bist du eigentlich? Lass es mich so ausdrücken. Ich bin jemand, der mal etwas mit Team Star zu tun hatte. Verstehe schon. Dann will ich dir nicht weiter auf die Pelle rücken. Wie der redet! Gut, dann würde ich jetzt nämlich gern mal zum eigentlichen Thema kommen. Operation Stardust. Was genau wollen wir tun? Einfach ausgedrückt, ihr sollt in die Verstecke von Team Star eindringen. Dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Banden und stoßt sie vom Thron. Vom Thron? Ach so, sie sollen von ihrem Posten zurücktreten, meinst du? Ganz genau, Team Star besteht aus 5 Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr solltet gleich hier in der Nähe ein Tor zu einem ihrer Verstecke sehen können. Ah ja, dort drüben. Dahinter befindet sich eines ihrer Verstecke. Und dort drinnen müsstet ihr den Boss einer Bande finden. Wenn du das sagst, Team Star folgt einem Kodex. Ein Boss muss sich auf jeden einlassen, der Streit mit ihm sucht. Und wer diese Auseinandersetzung verliert, gilt nicht mehr als Boss. Vorhin habe ich bereits Herausforderungen an alle Verstecke geschickt, und zwar in deinem Namen, Struggle. Ja, super. Wer bin ich? Shan die Kamikaze-Diebin? Ein paar ordentlichen Kämpfen mit Team Star steht damit nichts mehr im Weg. Wenn ein Boss besiegt wird, muss er also zurücktreten. Ohne Boss ist eine Bande führungslos. Irgendwann wird sie sich unweigerlich von selbst auflösen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Verstecke sind sehr groß und wimmeln nur so von Pokémon, die Eindringlinge aufhalten sollen. Ein gewöhnlicher Trainer würde es wahrscheinlich nicht mal in die Nähe des Bosses schaffen. Und genau deshalb war es mir so wichtig, dass du dich der Sache anschließt, Struggle. Besiege die Pokémon im Inneren des Verstecks und locke damit den Boss hervor. Aber eins nach dem anderen. Kümmere dich zuerst um die Wache am Tor. Und was ist deine Rolle dabei? Wie eben schon gesagt, ich hatte ja immer etwas mit Team Star zu tun. Deshalb kann ich nur aus dem Verborgenen handeln und euch aus der Ferne unterstützen. Geht klar, verstanden. Und was gibt's für mich zu tun? Sorry, aber es ist noch zu früh, um dir zu vertrauen. Fürs Erste kannst du Struggle helfen, indem du ein wachsames Auge auf das Versteck hast. Du bist von der vorsichtigen Sorte, das respektiere ich total. Jo. Ich melde mich wieder, wenn der Plan seinen Lauf nimmt. Viel Erfolg. Jo. Dann hau mal rein, Struggle.
wie er sich so viel Mühe gibt. Na hoppla, was meine wahre Identität angeht, möchte ich um Stillschweigen bitten. Vor dir steht gerade Leval, bitte sprich mit mir wie mit deinen anderen Mitschülern. Schon ein bisschen witzig. Wo waren wir? Wobei, es war ja eigentlich ein Moped, also müsste es doch Vespa heißen, oder? Aber Yamaha ist ja eine Marke. Wie Vespa auch. Gibt auch eine Keyboard-Marke, die Yamaha heißt. Echt? Gecko is an insurance company with a talking gecko as their mascot. Yes? I don't know them. Sounds sweet. Der sieht aus wie der... Mit dem unauffälligen Wärtchen. Alles ganz unauffällig, total. Aber die, ich find's mega, wie sie ihm die Sprache angepasst haben. Das wäre schon gut, Mann. Ist das Handy ein Rotum? Ja, da, das sind immer elektrische Geräte, in denen dann ein Rotum reingeht. Total freiwillig, vermutlich. Nice jump strike, thank you. I give a 10 for the distance, but it's not for the lifting. Oh, man. My dad. Ich tu mich mal verabschieden, weil müde, bis demnächst. Alles klar, Benji. Ich denke, allzu lange machen wir auch nicht mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Ich wünsche dir eine erholsame Nacht und bis bald. Ich tu dir mal eine gute Nacht wünschen. Tu dir das. Okay, wir gehen zu Wache. Hey, was hast du denn hier zu suchen? Das ist ein Versteck von Team Star. Könntest du bitte wieder abzischen, sonst muss ich dich davonjagen aus reinem Selbstschutz. Ich kehre nicht um. Ganz wie du willst, dann werde ich eben meine Selbstverteidigungskünste an dir trainieren. Entschuldigung. Rübel von Team Star fordert dich heraus. Rübel von Team Star setzt zum Duster ein. Oh, Slowcroco. Das heißt, wenn man mal den Akku wechseln muss, muss man ein neues Rotum reintun. Ich weiß das nicht. Warte mal, schon wieder? Sovela hat schon einen Hunduster und ich nicht. Team Star, yeah, the bad guys in this game are called Team Star. Like Team Rocket, but not so cool. Regel 1 von Verstecken. Erzähl jedem, den du siehst, dass hier ein Versteck ist. Von wem? Ja, yeah. Bless you. Thank you. Gesundheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wechseln mal auf die Ente. Ente, 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 Ente. Na gut, wir wechseln zurück. Auf Pikachu, na gut. Dann halt so, oh Gott, der ist Level 25, ich bin doch nicht so gut. Aua! Wieso halt macht ihr mir so viel Schaden, bitte? Wenn ich das Pokémon jetzt wieder wechsle, macht er wieder Brüller vermutlich. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir noch ein bisschen zu unterlevelt für dieses Versteck. So. Kehrtwende. Was ist Kehrtwende?
Wieso kenne ich so viele Attacken nicht? Hat die Attacke all die Anwender zurück und tauscht den Platz? Nein! Wieso das denn? Was ist das? Team Rocket nur geworden. Aus Team Rocket nur geworden. Ja, ich vermisse die auch. Die sind wie alle anderen auch auf die Schulbank gefüttert. Team Rocket will always be the original gangsters. Totally. And the best. The best gangsters. Da war meine Selbstverteidigung wohl nicht gut genug. Is there a rival team similar to Team Aqua and Magma? I don't think so. I don't know, but I don't think so. Kevin ist echt gut, ne? Moment, bist du das Mädchen, das Team Star den Kampf angesagt hat? Yep, so ist es. Oh, okay, cool, cool. Danke für die Info. Das ist extrem schlecht. Ich sollte dann mal steunigst zurück zu den anderen gehen. Hasta la vista. Hey, Struggle. Ich habe gerade auf Cassiopeias Bitte hin das Versteck der Feuermitglieder untersucht. Wo ich schon hier bin, wollte ich dir meine Hilfe anbieten, aber die scheinst du nicht zu brauchen. Bon, bon, bon. Hm? Bon, bon. Knarrlos, bist du das? Bon. Tatsächlich, aber was machst du? Wieso heißt das Knarrlos und es sagt Bon, bon? Ist das dein Pokémon? Dieses Knarrbon hört auf den Namen Knarrlos. Ah, okay. Okay, na gut. Na gut, ich nehme es zurück. Bon Bon. Es ist eines der Pokémon, um die wir uns auf dem Gelände der Akademie kümmern. Bon! Hey, Knarrlos! Weg ist es. Gibt es womöglich eine Verbindung zwischen ihm und Team Stars Feuermitgliedern? Ich sollte ihm besser folgen. Geh bitte vor und begib dich in das Versteck, Struggle. Nein, der springt gleich alles in die Luft. Bring. Du bist also mit dem Rüpel fertig geworden. Gut gemacht. Kannst du aufhören, mich wegen jedem Furz anzurufen? Dort drinnen hält sich die Schädierbande auf, die aus Team Stars Feuermitgliedern besteht. Ich weiß das. Ihr Boss Irsa ist das Ass im Ärmel von Team Star. Sie kümmert sich um alles und löst absolut jedes Problem, wenn nötig mit Gewalt, weiß ich auch schon. Unsere Kampfansage wird Irsa sicher ziemlich die Laune verdorben haben. Vermutlich versuchen ihre Handlanger gerade, sie zu beruhigen. Am besten bringst du den Haufen Rüpel zügig zur Strecke. Wenn niemand übrig ist, um sie zu besänftigen, wird sie sich schon zeigen. Es ist Zeit, der Schädierbande ein Ende zu setzen. Läute die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Den Dialog hätte es überhaupt nicht gebraucht. Wirklich nicht. Naja, wir könnten mal wieder speichern. Struggle, wie sie lebt und lebt. Boah. So, okay, und dann wechsle ich nochmal, weil ich vermute, da drin hat es hauptsächlich Feuer-Pokémon. Möchtest du das Team Star mit den ersten drei Pokémon herausfordern? Okay. Die ersten drei. Eigentlich will ich du nicht mitnehmen. Aber... vielleicht kann er noch ein bisschen leveln. Mal gucken, wie weit wir kommen. I forgot to ask, have any glitch happened by my way? I had one. It crashed, one crash. The game once crashed, but no other glitch, I think. Immerhin scheint es hier mal mehr als einen Trainerkampf am Stück zu geben. Ja. Ja.
Sei wachsam, Struggle. Team Star hat eine Vorliebe für eine besondere Art von Kämpfen. Sie nennen diese Kämpfe Star Rush. Hierbei musst du mit der R-Taste mehrere Pokémon auf einmal zum Kämpfen losschicken. Ach, oh Scheiße. Wenn deine Pokémon schlapp machen, komm einfach zu mir. Ich mach sie für dich wieder fit. Die Rüpel heilen ihre Pokémon anscheinend auch an irgendwelchen Automaten. Bleib auf der Hut. Okay, Knirps-Piep. Aufgepasst, Leute. Wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos überschätzt. Zeigen wir ihm, warum man sich besser nicht mit Team Star anlegt. Wer gehört, Eindringling? Wenn es dir gelingt, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, gibt sich unser Boss vielleicht die Ehre und zeigt sich 30? Okay, das heißt, ich kann die nicht fangen. Bei einem Star Rush musst du durch Drücken der R-Taste die Pokémon losschicken und innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Anzahl an Pokémon vom Team Star besiegen. Hierbei kannst du 3 Pokémon zugleich losschicken. Du erleidest eine Niederlage, wenn alle deine Pokémon besiegt wurden oder das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn ein Pokémon kampfunfähig geworden ist, kannst du seine KP an Automaten wieder auffüllen. Wenn du aufgeben möchtest, drücke den Y-Knopf. Okay, ich check's noch nicht ganz. Oh je, Dude, komm zurück. Lassen wir den einfach liegen, oder? Okay, ich dachte, wir steppen den mit und der kriegt ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Ich sehe bisher keinen Automaten. Und jetzt sehe ich keine Pokémon mehr. Wo geht's denn hier weiter? Ja, komm mal, ups. Pikachu hat kann man ganz knapp besiegen. Pikachu Peter schöpft mir zurück. Oh je. Yeah. Wo sind denn hier diese Automaten? Da oben. Sind da Automaten? Der schlägt sich ja ganz gut. Oh yeah. Auf du kann ich echt nicht setzen hier. Wieso ist Bonn hier? So. Haben wir geschafft. 31 haben wir sogar geschafft. Da guckst du mal. Da guckst du mal. Ich werde auch mal ins Bettchen gehen. Wünsche allen noch einen schönen Abend und noch viel Spaß. Vielen Dank, Lord Mitte. Vielen Dank, Lord Migge, fürs Zuschauen. So. Ja. Und dann sehen wir uns eventuell morgen wieder. Hab eine wunderbare Nacht. Und wie gesagt, ich versuche jetzt das noch fertig zu kriegen und ich glaube, dann gehe ich auch langsam ins Bett. I heard you can go faster when using both Pro Controller and Switch Controller. True, but I think you have to be in the handheld mode. Okay, I didn't know that. Das ist irgendwie langweiliger als er auf total. Dachte ich auch, das wird spannend. Das ist echt, ja, langweilig. Unser Schutz war jetzt durchbrochen, jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Aha. Was geht jetzt? Sexy Hose. Ilsa, Boss von Team Stars Feuermitgliedern. Eigentlich sieht die echt cute aus. Du bist also diese Pfeife, die sich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen blassen Schimmer, was deine Gründe dafür sind, aber ganz ehrlich, es interessiert mich auch ein Dreck.
Du willst einen Kampf, also kriegst du einen Kampf. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Dir werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die sich mit uns anlegen. Dann, timing was off. What? Ilsa von Team Star fordert dich heraus. Der muss das jetzt alleine reißen eigentlich. Ich werde dein Feuer ausstampfen. Ich habe kein Feuer. Das Sonnenlicht wirkt stärker. Flucht, ich kann fliehen. So, Fontäne. Wir müssen dann auch bald wieder zu einem neuen Arena, leider. Wieso ist das sehr effektiv und macht nur so wenig? Der nächste Angriff wird deine Siegesträume zu Asche verkohlen lassen. Wir sehen auch nicht, wie viel KP das hat, oder? Das war für all die Rübel, die von dir gedemütigt wurden. Ah da, Level 7. Das Level, meinte ich. Level 27. She's best girl. Best girl? Aber komm, 27 Kurtel Feuer. Das müsste ich doch hinkriegen mit 26 Terra Potente. Ich meine, jetzt komm. Ich finde das jetzt ein bisschen OP, ehrlich gesagt. Ich meine, der ist genauso gut wie ich. Wo ich ihm vom Typ her überlegen bin. Urteil. Natatox. Wie viel hat die? Ah, mein Feuer brennt immer noch. Lichterloh. So far not bad character designs, Game Freak. I give them that. Hä? Muss ich gegen das... Okay, das Auto kämpfen? Okay. Gott. Das ist nicht sehr effektiv. Es hat mich nur fast getötet. Und ich brenne. Wie kannst du brennen? Wie kannst du bitte brennen? Ja, schön. Wunderbar. Der sterbende Schwan war das. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das härter wie ein Arena-Kampf wird, ehrlich gesagt. Die Execution, so, that's not a story. Yeah. Totally. Wieso muss ich gegen ein Auto kämpfen? Ich habe jetzt erst so die Hälfte. Gott! Bin expect level 26, that's quite on 4, yeah.
Nice sombrero, by the way. You think so? I think it's so ugly. Okay, das ist ätzend. Dieser Kampf ist wirklich ätzend. Oh, guck mal durch, um dir keine Sorgen zu bereiten. Du bist hässlich, aber du bist so goldig. Wie viel gibt das? 60. Zu wenig. 20. 50. Ich bräuchte was, das 80 Punkte erfüllt. Haben wir nicht. Ach, jetzt hör doch auf! Ich muss die Ente wieder hochheilen. So kann nur die eine Attacke, oder? Sorry, Lokoko. Dass ich dich jetzt opfern muss. Er hält wieder durch! Der Süßi, also komm, du kriegst noch einen Trank. Yes, I would like to report domestic abuse against my crocodile. What? Against my crocodile there. Alter. Ich wechsle jetzt. Ich kann ihn nicht opfern. Er ist so süß. Ich kann ihn nicht opfern. Du bist ein Wasser-Pokémon. Hör auf zu brennen! Leute! Richtig eklig, der Kampf einfach. Richtig eklig. Knattertox. Uff, ich habe echt versagt. Das war's dann wohl. Das zieht sich zu lange, absolut. Peter, I would like to know, Team Stars, okay. Fast hätte ich versagt. Ich war echt eine knappe Kiste. Das war echt eine knappe Kiste, aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Hä? Willkommen zurück, ihr seht ja. Ich habe dafür gesorgt, dass sich einige der Knabon entwickelt haben. Damit dürfte der Energiemangel behoben sein und das Starmobil kann endlich losbrettern. Es ist vollbracht, nobler Otis. Aha, hinter deiner großen Klappe steckten also doch nicht nur leere Worte. Ach, halt den Rand. Ist das deine Art, Danke zu sagen? Niemand braucht deine überflüssigen Kommentare, du Nervensäge. Wow, Ilsa, das sagt genau die Richtige. Mit deinem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich ja auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Da liegst du falsch, Otis. Die Mädchen an der Akademie haben Ilsa um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Ihr seid mit Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führte wohl dazu, dass sie negativ auffiel. Genug, Ryoba. Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte herumzuposaunen? Jetzt chillt mal wieder, Leute.
Es gibt Wichtigeres zu tun, als uns hier zu zoffen. Bald ist es soweit. Stimmt, Operation Star, endlich. Sag, gibt es Kunde von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat all die Tyrannen dazu aufgerufen, sich auf dem Sportplatz zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Ich brenne richtig darauf. Ich brannte so sehr auf diesen Kampf, doch jetzt ist meine Flamme erloschen. Okay, war das jetzt vor? War das jetzt ein Rückblick? Das ist dann wohl das Ende. Dein Fuetente hat sich echt reingehängt, Respekt. Du hast mich geschlagen, hier mein Teamorden und sei gefälligst stolz. Im Safari-Mitglied sieht die Straße der Sterne. Oh, und diese Themen kannst du meinetwegen auch haben. Nitro-Ladung. TM-38 wurde in der TM-Tasche verstaut. Aber lass mich eins klarstellen. Ich gebe diesen Orden nicht dir, sondern Fuetente. Die läuft. Und jetzt verschwinde. Du hast schließlich erreicht, wofür du hergekommen bist. Nee, nicht ganz. Hey, du bist Irsa von Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das ich gerne sehen würde. Hey, wer bist du denn? Bon! Ein Knabon? Nein, du bist's. Bobon! Knalos, aber was machst du denn hier? Dieses Kerlchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Bon! Knalos! Es scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Akademie ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flamme sehe, weiß ich irgendwie genau, was es denkt. Ich frage mich, was in Knalos vorging, als es sich auf den Weg hierher gemacht hat. Bonbon! Bonbon! Knalos! Mir scheint, als würde Knalos, dass du zurückkommst. Pff, halt einfach den Mund! Stimmt es, dass Team Star in seinen Verstecken einen Angriff auf die Akademie plant? So ein Gerücht macht jetzt also die Runde. Dann wird dann der Akademie ja noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch. Und was war das vorhin für ein modifiziertes Auto, mit dem du herumgefahren bist? Das war das Starmobil. Wir haben es vor langer Zeit für einen großen Kampf gebaut. Aber richtig zum Einsatz kam es erst vorhin, im Kampf gegen euch, zum ersten Mal. Ihr habt es noch nie zuvor verwendet und von was für einem großen Kampf sprichst du? Hast du schon mal von Operation Star gehört? Operation Star, nicht Operation Stardust, ja? Nein, das ist mir kein Begriff. Ah, ihr wisst also nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Stand dran vor dem... Achso, ja, circa. Okay, na gut. The AAA would like to know Struggle's location. AAA? I was almost expecting a super potion. Oh no, please not. Please not. Did she broke your arm in that photo? Almost, I guess. Bring. Struggle! Irsa hat dir ihren Teamorden gegeben und damit ihren Boss-Status abgelegt, oder? Verstehe. Ohne ihren Boss ist die Schädierbande geliefert. Irsa. Entschuldige, ich war kurz in den Gedanken versunken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Du erhältst 5000 LP. Du kannst mit der TM-Maschine nun mehr Arten von TMs herstellen. Ich war so frei, die Auswahl an TMs zu erweitern, die du an TM-Maschinen herstellen kannst. Diese neuen TMs sollten dir dabei helfen, deine Pokémon noch stärker zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Da du wirklich gute Arbeit geleistet hast, gibt es eine Extra-Belohnung. Ich werde jemandem vom Versorgungstrupp bitten, dir einige Materialien für die Herstellung von TMs vorbeizubringen. Vielleicht ist es Cassiopeia, der Big Boss. Hallo! Ich bin Cosima vom Versorgungstrupp. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich, aber du hast mir mal vor der Akademie aus der Klemme geholfen. Oder das ist der Big Boss.
erinnere ich mich. Oh, hätte ich nicht gedacht. Jedenfalls helfe ich für die Projektarbeit hier aus, als Teil meiner Schatzsuche also. Da ich mich mit Technik auskenne und als Hackerin was drauf habe, arbeite ich eher hinter den Kulissen. Oder Cosima ist Cassiopeia. Hier, die zusätzliche Belohnung von Cassiopeia. Du hast viele Pokémon-Materialien erhalten. Damit solltest du einige TMs herstellen können. Cassiopeia meinte, dass du jedes Mal eine Belohnung bekommst, wenn du ein Versteck von Team Star oberst und so das Team kleiner wird. Es soll echt beeindruckend gewesen sein, wie du deine Pokémon in den Kampf geschickt hast. Dank deiner Stärke wird Operation Stardust sicher von Erfolg gekrönt sein. 4 Bosse sind noch übrig. Dann mal viel Erfolg. Okay. Ich hole jetzt noch das Item. Oder sind Hubbelupf? Na gut, dann fangen wir noch das Hubbelupf. Und dann gehen wir uns in Sicherheit bringen und ausloggen. Hey, ist das amerikanische Äquivalent zur ADAC? Okay. Das wusste ich nicht. Hey Ma, good morning. It's not morning. And I'm sure it's not morning in Japan. How's Japan? Yeah, how's Japan? Lexert, are you running too much? Is it actually morning over here? Could be. No, it's not. He's lying. Die haben mich einfach nicht geheilt. Was soll das denn? It's 7 a.m. here. Is it? I doubt it. Was war das denn? Hast du mich gerade angespuckt? Wieso machst du denn sowas? So, jetzt guckst du blöd, hä? Guckst du blöd? X das mal. Aber heftig. Boah, also, du bist echt. Du hast echt miese Attacken drauf, muss ich sagen. Aua! Aufhören! Ein Volltreffer. Miese kleine Ratte. Ja, jetzt heilt er sich wieder in den orangefarbenen Bereich. Angespuckt, sagen wir, angespuckt. Wow, what, wow. I have never said good morning when it's not morning. That is not true. Resonated out. Nay, yeah. Totally nay. Luftschnitt, ist das besser als Flügelschlag? Ja, das ist nicht so genau wie Flügelschlag. Irgendwie bei Stadion fände ich es tatsächlich besser, wenn sie echt nur einen Typ haben. So, das ist Wasser, das wären nur Wasserattacken. Bei Kälte schließt sich seine Blüte, wodurch es keine Photosynthese mehr betreiben kann. Schreibt man Photosynthese auf Deutsch mit F? Das sieht ja furchtbar aus. Geschieht dies, so fliegt es in wärmere Gefilde. Wir brauchen einen Namen. A name, nickname for Hubbelupf. Although it's morning at some point on Earth. That doesn't count. I am being bullied again.
You should ask yourself why. Can't even escape the bullshit in Japan. The bullies in Japan. There are bullies in Japan. Dumbo. Pulbo. Wieso Pulbo? Wir nehmen Dumbo. Dumbo finde ich gar nicht schlecht. Hat riesen Ohren, es fliegt Dumbo. Sieht schon ein bisschen aus wie Dumbo. Okay. Was ist mit dir? Ja, das wird mal Zeit. Vielleicht fällst du dann nicht mehr um, wenn man dich anpustet. Die fröhliche Stimmung seines Trainers ist die Quelle seiner Psychokräfte. Oh Gott, deshalb ist das so schwach. Wenn es glücklich ist, tanzt es und dreht es sich. Ach, deshalb ist das so schwach. Da gibt alles einen Sinn. Ich dachte gerade, das heult, aber es schläft noch. Nein, ich wollte dich nicht schicken. Ich wollte schneller fahren. Was war das für ein Pokémon da? Was hieß das? Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von dem kleinen Piepmatz, oder? Den finden wir bestimmt wieder. Und da ist eins, das ein bisschen anders aussieht. Ist das auch eine Weiterentwicklung? Das finden wir das nächste Mal heraus. So mean. What? This is why Germany lost World War II. Why? Because we are mean? I don't think so. Pulebu is mit Knabebahn. Achso, okay. And one. What? How many places have you visited so far? I found an epic ramen restaurant. Oh, cool. Cool. Okay, gut. Wir speichern. And I've been up and down Electric Town. What is Electric Town? And hello, Sena. Motorcycle One. Yeah, Motorcycle One. Did you buy the game, Sena? I'm at the end of my stream now. Because it's late. I'm so sorry. You're coming and I'm gonna end the stream. How are you? I hope you had a wonderful start into the week. Ichiran Ramen. Cliffhanger. Immer. Bei mir gibt's immer Cliffhanger. Then I'm in Japan. Yeah, better as in Japan. And you can discuss how the trip is somewhere else now. Because I'm throwing you out now. How's it going? How did you hear from? Shaga's Discord server. She's looking at my Discord server. Now you know. My brother bought a double pack. He's giving us Scarlet. Yay! Which one is Scarlet? The other one, I think. The one with the retarded mon. With the nut. Not motorcycle Pokemon. Bye, Mara. Yeah. I'll look for someone to raid. Wen können wir denn noch raiden? Es sind gerade nicht viele online. Stroh Dave ist online. Dann gehen wir doch mal zu Dave. Der spielt dasselbe. Also schiebe ich euch da rüber und dann bin ich weg. Weil ich mich nicht spoilern möchte. So, das machen wir noch. Und dann, wie gesagt, ich denke, dass wir dann morgen ein bisschen Beacon Pines spielen und Pokémon dann irgendwann die Woche wieder weiter. Vielleicht Mittwoch, vielleicht Donnerstagnachmittag. Mal gucken. So. Have a good nice child. Thank you, sweetie. Thank you. Have a nice day. I think your day just started. Or have more hours at least. Like mine now.
Nighty night. Gute Nacht, ihr Lieben. Muss noch mal kurz ein cooles Shirt kommentieren. Best. Ja. Ja, ich zeig's auch noch mal. Warte, ich stehe auf. Und unten ist es dann ein Panda. That's actually a shirt from Japan. A friend brought me that from Japan. It's one of my favorite shirts. Mr. I drive like the Flintstones Pokemon. Yeah, that's the Scarlet Pokemon. Okay, I think I have to end this before the raid starts. So, have a good night. Eine gute Nacht, meine Lieben. Und hoffentlich bis morgen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und gute Nacht. Wir sehen uns.